Expresses sind. Dann ist es noch der Wolkenspieler, der sich irgendwie den Maulerdisten irgendwie angeschlossen hat. Und ich muss sagen, das finde ich dann doch sehr, sehr schade, dass es wirklich so einen Großteil gibt der Leute, die gegen uns sind. Aber was soll man da noch machen? Also wenn da jemand sagt, man kann ihm ja nicht zu seiner Meinung zwingen. Das möchte ich einfach damit sagen. Man kann die Leute nicht zu ihrer eigenen Meinung zwingen. Und das ist halt einfach so. Jetzt ganz kurz vom Roleplay draußen. Ich muss leider sagen, dass Trave somit abgebrochen ist. Für die Leute, die noch Trave geguckt haben, tut mir leid. Trave wird nicht mehr weitergeführt, einfach aus dem Grund, da das komplette Projekt auseinandergebrochen ist, sage ich mal. Es ist einfach generell zu viel passiert und zu viele Leute sind dann ausgestiegen, deswegen kommt jetzt kein Trave mehr. Es kommen jetzt nur noch, wie gesagt, ganz normal PvP und Leben. Außerdem für die Leute, die immer geschrieben haben, hol dir doch Premium Plus auf Gomme. Ich habe jetzt Premium Plus auf Gomme, das heißt, normalerweise müsste heute später oder morgen endlich Enderkids Ungeheuer kommen. Es tut mir leid, ja, aber ich, keine Ahnung, ich...